Servus Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft Together. Ich bin jetzt gerade hier noch in der Monsterfarm, aber ihr seht schon, das wird sich gleich ändern. Zwar bin ich da noch nicht ganz fertig, da kommt noch ein bisschen was. Aber ich will jetzt einmal gucken. What the fuck? Okay, hier spawnt echt schon gut was. Hier spawnt richtig gut was. Ich habe die Spinne gut. Und die Zombies gefunden, die du vorhin, mit denen du vorhin geredet hast. Endlich, immer nerven sie dann nicht mehr. So, warte, das wird gleich mal ausgeleuchtet. Okay, also diese Dunkelheit reicht schon aus. Die Spinne mag dich im Übrigen, die guckt dich immer an, glaube ich, durch die Wand. Aber egal, so. Bin ich überhaupt so richtig? Ja, doch, ich glaube schon. Alter, da habe ich gerade mal vergessen, einen Teil auszuleuchten und direkt spawnt das. Ja, war bei mir auch, eine Ecke war frei, direkt Creeper. Ja, aber ich meine, das ist doch, also für die Monsterfarm ist das eigentlich brillant. Ja, das stimmt. Es regnet draußen, glaube ich. So. Ich habe schon so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, ist der Wahnsinn. In Real Life jetzt, oder? ich war sogar draußen. Ja, ich auch. Es glaubt man kaum als Gamer, so, aber ich war heute auch draußen. Ich bin eigentlich fast den Tag draußen. Wobei... Oh, das sieht doch schon mal so ganz geil aus. Findest du? Ey, ohne Witz. Ah, ich weiß nicht genau, ob ich die Decke stone lassen würde oder die Decke jetzt auch noch so machen würde. Ich guck gleich einfach mal. Auf jeden Fall schon mal die Wände und der Boden. Ja, der Boden ist auf jeden Fall auch. Aber es... Weil wenn die Decke auch noch so ist, weißt du, dann ist so ein bisschen... Dann bist du Panne so. Genau, dann ist nämlich schon so ziemlich alles gleich und ist dann schon so ein bisschen so, what? Wenn die Decke aber noch anders ist, hier kannst du ja Treppen hinklatschen eigentlich. Ja, ich fange jetzt unten mit der, wahrscheinlich mit der Well hier an, weißt okay. Du? Okay, alles cool. Warte mal, haben wir überhaupt noch Diamanten? Das würde mich mal interessieren. Hier nicht. Aber wir haben hier ein Namensschild, warte mal, ich nehme mal eben ein Namensschild mit. Ja, und das Eisen nehme ich noch mit, das können wir nämlich... Ach, du hast auch hier ein paar Öfen hingestellt. Gut, ich gehe jetzt mal eben hier durch diesen coolen Gang. Weil irgendwie das Haus hat, also das Haus oben hat eigentlich echt eine bescheuerte Anbindung, ne? Da muss man immer über diese, also Ewigkeiten um den Berg laufen, so ungefähr. Ja, das stimmt. Ja, ist fertig jetzt, glaube ich, die Wände. Ja. Nur noch der Boden. Alter, wie weit das ist, ey. Ist ja krass. Der ist übrigens fertig mit Brennen, ne? Okay. Hört sich schon mal gut an. Ja, nee, was heißt bei mir, ich bin jeden Tag draußen. Also ich lauf... Ich würde schätzen... zum Nachbar so 50 Meter, wenn überhaupt. So, genau. Und wenn so einfach immer jeden Tag fiefern wie immer. Mit ein paar Leuten. Und dann, das sind so 50 Meter. Ich weiß nicht, ob das so rausgehen zählt. Ja, lass. Eventuell, ne, kann man, ja. Lass noch mal vielleicht durchgehen. So. Machen wir erstmal den Boden fertig hier. Geht die Tür einfach eiskalt vor mir wieder zu, aber kann man ja nicht verübeln. So, ich will jetzt nämlich eben mal, ich habe mir jetzt mal so ein Namensschild gekrallt, ne? Mhm. Das will ich jetzt nämlich mal eben mal machen, ich will mein Pferd benennen. Falls es noch lebt. Django? Ja, Mann. Wie soll ich das schreiben? Oh, Creeper! Mama! Steig ab! Mama! Fuck! Nein! Wehe, mein Pferd ist tot! Juhu! Hast du überlebt? Nee. Echt nicht? Nein! Nein! Viel Spaß beim nächsten. Nein! Warum waren da beschissene Creeper? Hast du wohl nicht richtig ausgeleuchtet? Ich hab das Kackhaus nicht mal gebaut, ey! Nein! Glaubst gar nicht, wie viel verschissene Fackeln ich jetzt hier klatsch. Jetzt ist hier bei mir auch ein Creeper, Alter! Was geht denn ab? Warum waren da ein Creeper, Alter? Ich schwöre, wenn das hier die ganzen Steine wieder zu bomben, ey. Was zur Hölle, ey, Mann, das... Boah, Alter, das war ein nettes... Boom, ist gewohnt! Warum spawnt das denn hier ohne Scheiß? Krise, Mann. Ja, bei mir auch, ey. Ey, ohne Witz. Was soll ich denn hier noch ausleuchten? Jetzt mal ernsthaft. So ein Kack, Mann. Nein, ey, jetzt geh doch mal weg, du schisser Block, jetzt will ich das bescheuerte Haus nochmal aufbauen, jetzt. Ich schwöre, jetzt mal hier so viele, jetzt klatsch ich hier so viele Fackeln dran, ne? Mann, ey, ohne Witz, Mann, da hat man mal so ein beschissenes Pferd, weißt du, reitet es durch den ganzen Ozean und dann verreckt es. Was? Äußerst doof. Ja, ist echt äußerst doof, Alter, weißt du, wie mich das gerade aufregt? Ich wollte es gerade benennen, weißt du? Ich wollte gerade Django schreiben und dann sehe ich da zwei Creeper, zwei. Einer reicht nicht, nee, müssen zwei sein. Nee. So, Steine, ne? Steine können wir direkt weiter. Egal, ich habe den Sattel wieder gekriegt und ich habe... Oh, die Eier, wie viele Eier haben wir? Der Hammer.
Ich habe den Sattel wieder gekriegt und noch ein bisschen anderes Zeugs. Ich hau das jetzt einfach hier. Ach, guck an, da habe ich schon kein Holz mehr. Egal, bockt mich jetzt nicht. Kommt hier was durch? Ja, da kommt was durch. Egal, scheiß drauf, wie das aussieht hier. Mann, ey, ohne Witz, da willst du einmal dein bescheuertes Pferd benennen und dann... Oh. Macht da direkt einen Abgang. Vielleicht wollte er Pferd nicht so heißen. Ja, ich glaube, das hatte da auch irgendwie was gegen. Vor allem, weißt du, ich wollte es erst benennen, dann habe ich Rechtsklick drauf gemacht, dann saß ich auf einmal drauf. Weißt du? Und dann sehe ich so, Creeper, toll. Wollte ich absteigen, dann bin ich auf einmal durchs Haus geritten, wie so ein Bekloppter. Bin abgestiegen, weil ich auf einmal in der Wand hing, weil das Pferd irgendwo drauf geritten ist. Und dann hat es auch schon Bumm gemacht. Oh. Ey, ich krieg echt, ey. Na gut. Also gut, ich hole mir demnächst kein Pferd mehr, weil so viel bringt es eigentlich echt nicht. Weil wie oft reitet man bitte? Nie. Eigentlich nicht, nie. Wobei, wenn man ein bisschen weiter reist, dann schon. Ja, aber ich meine, mal wenn, nee. Weil irgendwie das, ich meine, okay, das, man ist zwar ein bisschen schneller, aber... Also ich wäre ehrlich gesagt nie mit dem Ding ausgeritten, weil ich Angst hätte, dass es verreckt gehabt hätte, das wollte ich. Jo. Ja, okay, hat sich jetzt auch erledigt. Pferde kann man ja zum Glück vermehren. Wie bitte? Pferde kann man ja zum Glück vermehren. Ja, wenn man zwei hat. Wir haben jetzt nicht mal mehr eins. Wenn man zwei hat. Das ist natürlich äußerst richtig. So, ich gucke jetzt nochmal eben nach, ob das alles geklappt hat mit den Cobblestone, die ich da runtergeworfen habe. Ach Mann, ist das ärgerlich. Boah, das ist echt, ey. Mann. Aber egal. Ich finde, es muss auch sein. Weil wäre das jetzt gar nicht, also dass man gar nicht so, dass die gar nicht sterben könnten, das hat übrigens geklappt mit dem Cobblestone. Sehr gut. Wenn die nicht sterben könnten, dann wäre das echt, irgendwie, dann wäre gar keine Spannung langweilig mehr. Ja, genau. Hm. Insofern ist jetzt zwar mega ärgerlich, aber irgendwie muss man halt auch sagen, gut, das ist halt das Spiel. Jo. Den Stein brauche ich hier nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Die Eier so da alle überknüllen, ey. Der Hammer, oder? Sieht. Also eine Truhe schon übertrieben. Ja, vor allem, wir haben noch zwei volle Truhen, gell? Zwei Doppeltruhen. Also wir haben insgesamt sechs Truhen voll und es quillt immer noch so über. Echt geil. So, zack, zack, zack. Das sind auch noch Drops, das sind noch Drops. Das sind noch Drops. Essen. Ja, hauen wir jetzt einfach da rein. Ist mir doch egal. So. Rotzcreeper, ey. Ja, aber echt. Hier sind die, ohne Witz, aber ich finde eigentlich Enderman schon fast schlimmer. Also Creeper da diesen. Ja, aber ja, der war Clown und du bekommst ja, das genau, nicht mit. Genau. So. Wenn du ein Creeper explodiert, dann kannst du da direkt da reparieren. Ja, genau. Alter, wir müssen sowas von mal die Ordnung hier ein bisschen ändern. Aber egal, das ist so viel Arbeit, da habe ich echt sowas von gar keinen Bock drauf. Ja, da mache ich auch irgendwann. Das machen wir nie. Ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube, das werden wir nie machen. Lügt doch den Leuten nichts vor. So. Stone ist hier. Können wir gleich mal reinhauen. Warum habe ich eigentlich so viel Stone? Egal. Irgendwann komme ich da nochmal hoch und repariere die Spitzhacke, weil, ja, wie gesagt, die hat nicht mehr allzu viel Leben. Ja, wäre auf jeden Fall gut, weil die schon ziemlich geil ist. Ja, muss man einfach zugeben. Ich weiß nicht, ab wann soll ich kommen, die ist jetzt schon... Also rot ist sie schon. Ich würde halt... Also warte, da bin ich eher so ein Schisser, ich würde so früh wie möglich sein. Ja, weil man will doch auch verbrauchen, das ganze Ding. Ich ja, doof, wenn du zu spät ich guck ist. Mal, ich pass schon auf, die geht schon nicht kaputt. Aber man merkt natürlich, dass man weiß ja irgendwann ungefähr, wenn es zu spät ist. Ist gerade ein Zombie auf mich drauf gefallen, echt. Ich krieg hier zu viel, Mann. Meine Monsterfarm klappt einfach zu gut. Erstmal fett nochmal ausleuchten. Ja, manchmal ist Minecraft schreckhafter als Slenderman oder sonst irgendwas. So, oh Mann, ey. Na egal, hat gepasst. Ich lebe noch. Das ist schön. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen weiter auskloppen. Ich esse jetzt erstmal was. Sonst. So, Bohnen ist auch fertig. Bohnen ist auch fertig? Ah, nee, doch nicht. Ach so, da ist ja noch die Hälfte. Auf jeden Fall, Leute. Das war's wieder für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dass das Pferd gestorben ist. Mega ärgerlich, aber gut, ich meine.
Das ist nun mal das Gameplay, was soll man machen, ist in Ordnung auf. Muss, ja, wollte ich gerade sagen, ne, da machst du Nee, halt vor nichts. allem, ich meine, okay, vor allem, wie lang ich dafür gelaufen bin für das Kackpferd, ich krieg die Krise, aber egal. Leute, das lassen wir jetzt mal außen vor. Danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao!